elektrische Würfel. Du kannst hier einschalten. Dann leuchtet es. Dann tut man das schütteln. Und dann kommt eine Zahl. Jetzt habe ich 4 gewürfelt. Die Schweiz ist ein starker Werkplatz, ein starker Denkplatz. Wir brauchen die Fachkräfte, wir brauchen die hochqualifizierten Arbeitskräfte in MINT-Fächern. Und wir heißen bei den 6-, 7-, 8-, 9-Jährigen. Dort müssen wir die Faszination wecken, dort müssen wir das Interesse wecken und den Virus in den Kopf hineinsetzen oder den Floh ins Ohr hineinsetzen, dass die Leute schon diesen Traumberuf haben, nach später dann werden wir. Also ich finde es super. Es hat überall sehr motivierte Helfer für die Schüler. Jetzt sind alle motiviert dran, überall. Und sind begeistert und voll dabei, konzentriert. Oder schauen manchmal einfach zu bei anderen, die Versuche machen. Also eine super Sache. Für uns war das eine super Idee, die wir das erste Mal davon gehört haben. Es ist eine Gelegenheit, um eigentlich die Firma zu präsentieren, die Firma Comax, weil wir sind sehr exportorientiert. Wir können uns in der Region eigentlich gar nicht, weil unsere Produkte hier nicht gekauft werden. Und das ist der Hauptgrund, ist aber eigentlich, dass wir junge Kinder eben schon in die Technik bringen können, weil wir spüren auch den Fachkräftemangel. Ich habe eine grosse Begeisterung gesehen, es sind 3,5 Tage durch. Super angelaufen, sehr viel Zuspruch gefunden. Von dem her bin ich sehr zuversichtlich, ja. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben junge Kinder, die die Augen leuchten. Wir haben ganz viele Firmen, die Experimente anbieten, die total cool sind. Für Leute, die ein gewisses Interesse, ein gewisses Flair vor allem mitbringen, ein bisschen technisch, ein bisschen handwerklich zu löten oder irgendwo etwas zu basteln, dass die nachher gesichert rausgehen, ihren Eltern, ihren Lehrkräften, ihren Bezugspersonen sagen, das könnte etwas für mich sein. Und dann kann man auf den richtigen Weg kommen. Da dazu dient die Thun Zentralschule. Sehr gut.